Liebe katholische und evangelische Christen, liebe Freunde der ökumenischen Gottesdienste in Haslach, herzlich willkommen zur ökumenischen Videoandacht am Ostermontag 2020. Gemeindereferentin Petra Steiner und ich, Pfarrer Christian Mayer, gestalten diese Andacht und die Musikerinnen Christiane und Johanna Bergstresser spielen die Musik. Techniker ist Bernd Rechenbach und die Webmaster der beiden Gemeinden, Franz Schlüter und Heinrich Stör, stellen das Video dann auf den Internetseiten zur Verfügung. Und wir feiern diese ökumenische Andacht im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Herr sei mit euch. Liebe Schwestern und Brüder im Glauben, seit Wochen nehmen wir Menschen besonders in unseren Blick, weil sie über ihre Kräfte hinaus der Gesellschaft dienen. Die vielen Pfleger und Ärztinnen in Kliniken und Praxen, Menschen im Einzelhandel und anderen Dienstleistungen. Durch sie alle scheint das Osterlicht in diesem Jahr ganz besonders. Heute, am Ostermontag, wollen wir eine Frau ganz besonders in den Blick nehmen. Maria Magdalena war eine enge Vertraute von Jesus und nach seinem Tod wird sie Auferstehungszeugin. Im heutigen Evangelium, Johannes 20, steht ihre Geschichte. Am ersten Tag der Woche kam Maria von Magdala früh am Morgen zu Jesu Grab. Da sah sie, dass der Grabstein weg war. Schnell holte Maria einige Jünger. Als sie am Grab weinte, begegneten ihr zwei Engel und kurz danach sah sie Jesus. Sie hielt Jesus erst für einen Gärtner, doch sie erkannte ihn, als er ihr zurief: Maria, halte mich nicht fest, ich bin noch nicht zum Vater gegangen. Sag meinen Brüdern, ich gehe hinauf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Petra Steiner liest uns gleich einen Brief in drei Abschnitten vor, den Maria geschrieben haben könnte über ihre Erfahrungen an diesem Ostertag. Und so bekommen wir die Bedeutung und die Gedanken dieser ganz besonderen Frau in den Blick. Liebe Christengemeinden, wie mir damals zumute war, als ich zum Grab ging, Trauer und Schmerz belasteten mich. Mit schwerem Herzen machte ich mich dennoch frühmorgens auf den Weg.
Tod war der, der mich verstanden hat, der mich ernst genommen hat, der mir Würde, Ansehen und Leben gab. Ich wollte den Meister noch einmal sehen, vielleicht um auch besser begreifen zu können, was geschehen ist. Versunken in meinen Gedanken kam mir aber plötzlich die Frage, wer könnte mir den Stein vom Eingang des Grabes wegwälzen? Und im Gehen füllten sich meine Augen mit Tränen. So wie der Stein mir den Zutritt versperren würde, so lastete die Angst auf meiner Seele. Die Angst vor der Begegnung mit dem toten Meister. Unumstößlich vor Augen zu haben, es ist vorbei. Die Angst davor, dass das Neue und Lebendige in meinem Leben mit ihm nun begraben war. Ich erinnerte mich in Liebe daran, dass mir niemals jemand so nahe war in meinen Gedanken. Ich hatte manchmal das Gefühl, dass er mich besser kennt als ich mich selbst. Er traute mir mehr zu als ich mir selbst und alle anderen, die ich kannte. Das machte einen neuen Menschen aus mir. Ich lernte es anzunehmen, dass ich etwas wert bin, dass meine Stimme zählt, dass ich alte und lieb gewordene Gewohnheiten und Sicherheiten loslassen konnte. Das ermutigte mich, Neues zu wagen. Das erfüllte mich mit Leben. Und nun musste ich dem Tod ins Auge sehen. Angst vor der Zukunft machte sich breit. Wie sollte ich weiterleben? Je näher ich dem Grab kam, desto bedrückender wurde meine Stimmung und umso langsamer meine Schritte. Ich hatte das Gefühl, dass dieser Stein vor dem Grab mich erdrückte und mir die Luft zum Atmen und zum Leben nahm. Wie schwer lastete da die Frage, wer wird mir den Stein wegwälzen? Es war meine Frage nach dem Leben. Lasst uns beten. Gott, du Geheimnis unseres Lebens. Wir sind hier, um das Leben in schweren Tagen und Wochen dennoch zu feiern. Hilf uns, das Leben zu bewahren und zu pflegen, das du uns Ostern geschenkt hast. Gib, dass Ostern ein Anfang sei, dass das Leben wachse in unseren Herzen und in unseren Gesten. Maria von Magdala ist deinem Sohn nachgefolgt. Hilf uns, dass auch wir Jesus nachfolgen können. Im Vertrauen, dass er bei uns ist, wenn Steine sich auf unserem Lebensweg scheinbar übermächtig auftun. Herr, erbarme dich.
Wir feiern das Fest des Lebens, das stärker ist als der Tod. Wir feiern mit dir, Gott, und deinem Sohn Jesus Christus, der mit dir und dem Heiligen Geist neues und ewiges Leben schenkt. Halleluja, Ehre sei dir, Gott, in der Höhe. Ehre sei Gott in der Höhe. Können Sie sich vorstellen, wie erschrocken ich war, als ich sah, dass der Stein bereits weg war? Von Erlösung und Befreiung, von Erleichterung keine Spur. So völlig unerwartet traf mich diese Tatsache. Das konnte ich nicht glauben. Ein Mann in einem weißen Gewand fragte mich zunächst, warum ich weine und wen ich suche. Ich erklärte es ihm. Dann sagte er zu mir: Maria, halte mich nicht fest. Doch meine Augen waren blind vor Tränen, um genau zu hören. Nur langsam erahnte ich, wer mit mir sprach. Es war nicht leicht, diese Botschaft an mich herankommen zu lassen. So befreiend sie auch war. Da war auf einmal diese vertraute Stimme, die mich berührte. Ich kann nicht beschreiben, welches Gefühl mich durchströmte. Wie gern hätte ich im Nachhinein diesen Moment festgehalten, seine Nähe und Geborgenheit, ja diese Vertrautheit zu spüren. Es war und bleibt so unglaublich. Genau das, wonach ich mich sehnte, war Realität geworden. Dass der Stein vor dem Grab weg war. Zu glauben, dass er lebt. Zu glauben, dass auch meine versteinerten Ängste aus meinem Leben für immer weg sein sollten. Voll Entsetzen bin ich geflohen. Ich lief weg. Erst später habe ich begriffen, ich lief vor mir selbst weg und vor der Begegnung mit dem Göttlichen. Das Leben, das den Tod besiegte, wollte und konnte ich zuerst nicht wahrnehmen, nicht annehmen. Heute spüre ich, mir ist ein Stein vom Herzen genommen. Die Hoffnung, die ich begrub, ist voll Leben auferstanden. Wenn Gott ins Spiel kommt, ist auf einmal nichts mehr so, wie es war. Wenn Gott ins Spiel kommt, eröffnen sich ungeahnte und unglaubliche Möglichkeiten. Wenn Gott ins Spiel kommt, wird Todes lebendig. Mir ist ein Stein vom Herzen genommen. Die Hoffnung lebt wieder, ist auferstanden, wie er gesagt hat. Ich habe den Herrn gesehen. Er lebt und geht mir voraus. Thank you.
Lasst uns beten. Gott der Gesundheit, danke für deine Nähe in Gebeten und Musik in dieser Andacht. Bitte tröste und stärke uns die kommenden Tage und Wochen. Bitte hilf besonders Menschen, die vorbelastet sind oder krank, diese harten Zeiten zu überstehen. Wir bitten dich, erhöre uns. Gott des Lebens, bitte sei bei Verstorbenen und Angehörigen, besonders wenn sie im Zusammenhang mit Covid-19 starben. Wir bitten dich, erhöre uns. Gott der Gerechtigkeit, wir beten für alle, deren Einkommen jetzt in Gefahr sind oder eingebrochen. Hier bei uns, aber auch in Afrika, Asien und Lateinamerika. Wir bitten dich, erhöre uns. Und wir beten gemeinsam, wie du uns, Jesus Christus, zu beten gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Jesus hat mir den Auftrag gegeben und mich gesandt. Geh und sag meinen Schwestern und Brüdern, der Stein ist weggerollt, der Todgeglaubte lebt und ist unter euch. Das wird glaubhaft und wahr, wenn das Leben in mir lebendig wird, das Jesus mir zeigt. Es wird glaubhaft und wahr, wenn ich darauf vertrauen kann, der Stein ist weggerollt. Ich wünsche Ihnen, dass Sie erfahren dürfen, dass auch Ihr Stein sich bewegen lässt, dass er sich wegrollen lässt, dass Gott auch in Ihrem Leben wirkt. Ich wünsche Ihnen, dass Sie, so wie ich, erfahren dürfen, dass Sie sich nicht alleine aufmachen müssen, dass es Menschen gibt, die mit Ihnen zu Ihren Gräbern gehen, dass es Gleichgesinnte gibt, die sie verstehen und die den gleichen Weg vom Leben zum Tod und vom Tod zum Leben mitgehen. Macht euch auf, ihr seid gesendet vom Herrn. Eure Maria aus Magdala. Wir können in diesen Tagen keine Kollekten einsammeln und so rufen wir sie auf zu spenden. Es gibt von der katholischen und der evangelischen Kirche besondere Hilfsfonds für Bedürftige im Zusammenhang mit Corona, sowohl hier bei uns in Baden und Deutschland als auch weltweit. Und Sie finden auf beiden Homepages der Gemeinden dazu Informationen. Sie können dort online spenden, aber auch überweisen an die jeweilige Kirchengemeinde und wir leiten das dann weiter und wir leiten auch Barspenden über die Briefkästen
weiter. Bitte vermerken Sie dann entsprechend Ihren Namen. Lasst uns beten. Gott der Auferstehung und des Lebens, bitte steh uns weiter bei in diesen besonderen und schwierigen Tagen und Wochen. Schenk uns Lebensmut und Gesundheit. Und bitte segne uns in der Kraft und der Freude deiner österlichen Auferstehung. Amen. Und nun empfangt Gottes Segen. So segne und behüte euch der gute und dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.